An sich, die Technologie ist halt super neu und hat auch noch so einen gewissen Mythos um sich herum, sowohl positiv als auch negativ. Und man lernt halt wirklich ständig was Neues, weil es im Endeffekt jede Woche irgendwelche Pionierarbeiten gibt. Dann als Mitarbeitende oder KI-Schaffende ist es natürlich auch super spannend, eben weil es so neu ist und es eher noch Early Adopters gibt und niemand ist so richtig blickt im Moment, dass man sowohl die eigene Firma als auch den Standort Deutschland beispielsweise sehr gut positionieren kann und voranbringen kann in dieser Thematik. Ich heiße Sina Jun, habe einen Hintergrund in Informatik und Psychologie, habe dann auch mich im KI-Bundesverband mehr um die Thematik der KI-Regulierung gekümmert und leitet dort die KI-Regulierungsarbeitsgruppe, die sich nur um die High-Risk- und Verbote in der KI-Regulierung beschäftigt. Also ich glaube, vielleicht ist es eine unpopuläre Meinung, aber dass theoretisch alles dem Menschen gefährlich werden kann und wahrscheinlich sogar ganz besonders der Mensch selber. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass KI oder die Technologie der künstlichen Intelligenz halt sehr viel mehr Potenzial bietet. Wovor die Menschen ja grundsätzlich Angst haben, ist so diese generelle künstliche Intelligenz. Da muss man aber auch ehrlicherweise sagen, da sind wir noch ganz schön weit von weg. Also selbst die Maschinen, die Go signifikant besser spielen als mehrmalige Weltmeister, können halt immer noch nicht Hunde von Katzen unterscheiden, als ganz banales Beispiel. Und ich glaube, solange es, und es wird die nächsten Jahrzehnte noch so laufen, dass es eher hochspezialisierte KI-Anwendungen gibt, die birgen natürlich in sich auch eine Art von Gefahr, aber da ist ein sehr relevantes Stichwort der sogenannte Human Oversight. Also das ist gerade bei Anwendungen, ich glaube, da kommen wir im Laufe des Gesprächs auch noch zu, die besonderen Impact oder negativen Einfluss auf bestimmte Lebensbereiche von Menschen oder auch der Natur haben, definitiv nicht, dass diesen nicht blindlings vertraut werden sollte, sondern dass es immer noch einen menschlichen quasi Endentscheider oder zumindest einen Menschen involviert in diesem Prozess gibt, der quasi die KI eher als Art von zusätzliche Information oder das Ergebnis oder die Entscheidung von einer KI als zusätzliche Information in einem ganzen Entscheidungsprozess sieht, als dass er jetzt einfach sagt, okay, KI sagt das und das und deswegen machen wir das einfach so. Und ich glaube, wenn wir diesen Human Oversight so lange wie möglich bei den spezialisierten KI-Anwendungen beibehalten, ist die Gefahr definitiv minimierbar. Die Europäische Kommission hat ja einen Entwurf der KI-Regulierung veröffentlicht. Das ist ein risikobasierter Ansatz, wo es dann direkt definiert würde, was sind zum Beispiel direkt verbotene KI-Anwendungen und was sind Hochrisikoanwendungen. Und die Hochrisikoanwendungen sind besonders solche, die Sicherheit oder die Gesundheit von Menschen oder aber auch deren Grundrechte negativ beeinflussen können. Das sind beispielsweise, da muss ich jetzt mal kurz ablesen, Anwendungen im Bereich der Bildung, der kritischen Infrastrukturen, Asyl, Migration und Grenzkontrolle, aber auch Strafverfolgung und Beschäftigung und Personalmanagement. Und ich glaube, selbst wenn man sich nicht mit den Fähigkeiten der künstlichen Intelligenz besonders auskennt, kann man sich schon denken, dass Dinge wie Asyl, Grenzkontrolle, bekomme ich jetzt einen Job, bekomme ich keinen Job, definitiv sehr individuelle Auswirkungen haben können, wenn da eine Entscheidung vielleicht fehlgeleitet oder schlecht oder basierend auf falschen Informationen getroffen wird, dass man, glaube ich, schon sagen kann, das sind definitiv relevante Sektoren oder Anwendungsbereiche, die die Europäische Kommission dort regulieren möchte. Es macht auch total Sinn, dass als quasi Vertretung der EU und der Staaten, die sich in einem bestimmten Wertesystem verstehen, solche Regulierungen auch geschaffen werden für bestimmte Anwendungsbereiche. Man muss ehrlicherweise sagen, dass ich glaube, dass es grundsätzlich natürlich relativ schwierig ist, zu sagen, wann ist etwas generell ein hohes Risiko. Und oftmals sind ja KI-Anwendungen auch nur ein Teil einer ganzen Anwendungen. Und da klare Linien zu ziehen, ist, glaube ich, im Moment das größte Problem. Das sind so klassische Anwendungen von unterschwelligen Beeinflussungen, gerade die dann zu Schaden der Gesundheit etc. führen, sind jetzt keine ganz konkreten Anwendungen aufgeführt, aber zum Beispiel auch
Echtzeit-Bio-Fernmeldesysteme, die dann quasi dieses klassische, was ja auch mal am Südkreuz im Endeffekt getestet wurde, dass Kameras biometrische Identifizierung in Echtzeit durchführen können, das ist derzeit verboten. Und es wird auch in Zukunft verboten. Es ist, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Frage und ich glaube, die wichtigste Frage im Bereich Regulierung der künstlichen Intelligenz, die Frage nach der Abwägung und Balance, ist, ich glaube, sowohl innerhalb der, ich nenne es mal, KI-Gemeinde von Deutschland als auch im KI-Bundesverband gibt es ehrlicherweise die komplette Range. Also, dass man die KI-Regulierung als große Bremse sieht für Innovation, aber auch, dass man sagt, das ist irgendwie das Beste, was uns hier passieren kann. Insgesamt als Verband und wenn ich jetzt den Verband repräsentiere, ist uns sehr, sehr wichtig, dass ein sogenanntes Level Playing Field geschaffen wird, dass zumindest dann im europäischen Raum die gleichen Regeln für alle KI-Schaffenden, aber auch für quasi Importe in die Europäische Union gewährleistet. Es ist natürlich einfach zu sagen, zu viel Regulierung führt dazu, dass wir auch keine Innovationen mehr entwickeln können. Ich würde grundsätzlich den Medien da nicht zustimmen, weil ich bin ja am Standort Berlin. Hier ist das KI, die KI-Community sehr prosperous. Also hier sind super viele total spannende Startups und Einzelunternehmer, die sich in den Bereichen beschäftigen und ganz tolle Ideen haben, ganz tolle Innovationen entwickeln können und das auch weiterhin tun können unter einer neuen Regulierung im Bereich KI. Eben weil diese Regulierung kommen wird als Großes. Natürlich können die Details noch quasi sind open for discussion, aber diese KI-Regulierung wird kommen und wir sind der Meinung, dass man das so ein bisschen embracen sollte. Beispiele wie die DSGVO haben ja auch gezeigt, wo es am Anfang sehr, sehr viel Unsicherheit gab und die ein bisschen als Innovationsbremse gesehen wurde. Mittlerweile weiß man aber, wie man damit umzugehen hat, was im Zweifel Stolpersteine werden können und wie man die umgehen kann oder dann entlang der Regulierung auch konform seine Innovation entwickeln kann. Und die wird ja teilweise jetzt auch als Innovationsschlager in andere Bereiche der Welt genannt. Und das ist so ein bisschen die Hoffnung, die wir jetzt mittlerweile haben, dass wir einfach durch die KI-Regulierung der EU-Kommission etwas geschaffen wird, dass die Innovationsentwicklung unter dem europäischen Wertesystem vorantreiben soll. Und das ist ja unserer Meinung nach ein sehr, sehr gutes Wertesystem. Und auch die DSGVO hat sehr, sehr hohe Standards gesetzt in der Datenschutzregulierung. Und diese werden ja auch von Staaten außerhalb von Europa mittlerweile eingehalten, einfach damit sie in den europäischen Markt einführen können und auch, weil man sonst einfach keine Geschäfte mit anderen Ländern machen kann. Und die Hoffnung ist, glaube ich, die wir alle haben, dass diese Standards so hoch sind und so nachvollziehbar, dass andere Staaten wie beispielsweise Amerika, aber auch China sich dem einfach anpassen, damit wir ein großes Level Playing Field, das sich global erstreckt, bekommen können. Sobald etwas von außerhalb beispielsweise in die Europäische Union eingeführt wird, muss es bestimmte Standards erfüllen, die wir als Grundsicherungs- oder Grundgesetzsicherheitswahrend und gesundheitswahrend sehen. Und das ist, glaube ich, der große Anspruch von dieser KI-Regulierung. Und gerade in dem Bereich Hochrisiko, wo es dann vielleicht höhere Regulierungen gibt, ist es zum Beispiel so, als dann konkretes Beispiel im Bereich KI-Regulierung, wenn es zum Beispiel eine Software gibt, die sagt, ich sortiere schon mal aus, wer qualifizierte und wer vielleicht weniger qualifizierte BewerberInnen sind in einem ganzen Bewerbungsprozess, weiß man, dass wenn man quasi eine europäische Lösung kauft oder eine Lösung, die unter der KI-Regulierung geschaffen wurde, es einfach bestimmte Standards der Diskriminationsfreiheit, Zero Bias oder so wenig Bias wie möglich enthalten werden, um ein Level an Fairness zu gewährleisten in diesem ganzen Automatisierungs- oder Selektierungsprozess, was
Stand jetzt, wenn man zum Beispiel eine Personalmanagement-Software, die KI-gestützt ist, aus einem außereuropäischen Land kaufen würde oder anwenden würde, einfach nicht der Fall ist. Und dann ist man sich einfach unsicherer, ob solche Grundrechte und Grundwerte wirklich da in den ganzen Entwicklungsprozess und Entscheidungsfindungsprozess der Softwareentwicklung mit hereingeflossen sind.